Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwergelgnomehobbits und Eladum zu einem neuen Part Pokémon Let's Go Evoli mit dem Zwergenfürst. Ja, da wären wir wieder. Let's Go Evoli und Pikachu ist auch mit dabei. Ja, Route 25, wenn ich das richtig gelesen habe, kurz vor Bills Haus. Ja, schaut so aus, als ob wir da gleich mal reingehen. Ja, was heißt gleich? Jetzt! Weiter geht's im Spiel. Bill wartet auf uns. Das Küstenhaus. Hier wohnt Bill. Auf geht's. Worauf warten wir noch? Hier ist noch eine Dame, die will etwas von uns. Na, Hallöchen. Die Gegend, ja, würde ich gerne für Dates genutzt. Aber davon lasse ich mich nicht beeindrucken. Ja, mir gefällt dein Interesse, aber vielen Dank. Also nicht, dass ich etwas dagegen hätte, nicht, dass ich was gegen Homo-Beziehungen hätte, aber da bin ich doch eher hetero eingestellt. Ja. Danke. Danke, aber nein, danke. Die Einsamkeit ist für einen Trainer-Coach wie mich nur eine Herausforderung von vielen. Ich bin ziemlich stark. Willst du gegen mich antreten? Ja, jetzt nicht unbedingt, aber nachher vielleicht. Falls du deine Meinung ändern solltest, kannst du jederzeit wieder gerne zu mir kommen. Vielen Dank für dein Angebot. Ja. Ich komme vielleicht später wieder. Ha! Geil! Erstmal gehen wir Bill besuchen. Da ist die Fabrik bzw. das Küstenhaus. Aber hier ist niemand zu Hause. Niemand zu Hause bei Bill. Oder was? Ja. Der Arbeitsplatz ist leer. Oha. Es kann stehen und sprechen. Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß beiseite. Ich bin natürlich kein Pokémon. Nenn mich einfach Bill. Ich bin ein waschechter Pokémaniac. Was guckst du mich so an? Glaubst mir kein Wort, was? Ich lieg aber nicht. Mir ist leider bei dem Experiment missglückt. Ah, dabei wurde meine Zellen mit denen von einem Pokémon zusammengewürfelt. Wie sieht's aus? Hilfst du mir? Nö. Ach komm schon, sei nicht so herzlos. Du bist mir noch, stimmt's? Und hab ich recht? Natürlich habe ich recht. Du bist ein Ritter in der Not. Okay, ich steig in den Teleporter und du startest von meinem PC aus das Zellenteilungsprogramm. Genau da. Genau der PC da. Mach bloß keinen Fehler. Ich zähle auf dich. Ja, das ist ein bisschen riskant, auf mich zu zählen. Steig doch schon mal ein. Okay, ich steige in den Teleporter. Ja, dann mach's auch. Du startest den PC. Was ist, wenn ich es nicht mache? Was ist, wenn ich die im Stich lasse? Wenn ich selbst mal einsteige? Diese Maschine ist irgendwie beeindruckend. Ich will auch ein Pokémon werden. Und mit Pokémon Mystery Dungeon starten. Auf dem PC läuft ein Programm zur Steuerung des Teleporters. Habe ich keine Auswahl, es einzuschalten oder nicht einzuschalten? Hey, kannst du dich ein bisschen beeilen? Hey, jetzt auch noch hier, jetzt auch noch fordernd werden. Also hallo, setzt das Zellteilungsprogramm des Teleporters in Gang. Na oi. Da wird gezellteilt. Banatz. In einer wundervollen Animation. In der Zwischensequenz kommt der liebe Bill und ein Pokémon.
zum Vorschein. Puh, tausend Dank, du hast echt was gut bei mir. Hey, was sehen meine Augen da? Du trägst deinen Beutel ja eine Pokémon-Box mit dir rum. Wenn ich zu viele Pokémon gefangen habe, ja gut, dazu müsste man erstmal ein paar Pokémon fangen. Ich bin da eher ein bisschen drum herum gegangen. Hab das eher vermieden in den letzten Parts. Also wenn du zu viele Pokémon gefangen hast und dein Pokémon-Box voll ist, kannst du sie an Professor Eich schicken. Praktisch, was? Die habe ich sogar schon ein paar Mal gemacht. Ach, und noch was. Das hier ist für dich. Als Dankeschön für die Rettung eben. Bootstickets erhalten. Ah, das legendäre Bootsticket. Das werden wir wohl noch gebrauchen können. In Orania City liegt ein großes Kreuzfahrtschiff vor Anker, die MS Anne. Ich habe zwar freundlicherweise eine Einladung zu einer Party an Bord gekriegt, aber das ist nichts für mich. Zu schnieke für meinen Geschmack. Das sind mehr Tickets zum Abreißen, falls noch jemand mitbringen willst. Viel Spaß. Ja, falls man das Spiel zu zweit spielt, das kann man ja spielen. Aber hier haben wir gerade nur Evoli, die sehr erschrocken wirkte. Blick gestarrt, völlig fassungslos in deine Richtung. Ist gar nicht mehr erwartet, dass wir mit ihr spielen. Noch schon lange nicht mehr gemacht. Mit dem Controller streicheln wir sie mal. Oh, Gurr. Macht Gurr. Ist ja kein Dusselgurr. Sie schnurrt ein bisschen ulkig. Das mag sie wohl nicht so. In den Ohren. Pieks. Ein Fass. Na komm. Ja, da will es gestreichelt werden. Na komm. Super, okay. Haben wir das auch mal abgehakt und es mal wieder gemacht. So, weiter muss es gehen, weiter auf der Mindestleitung. Da können wir uns nicht schlafen legen. Liegen auch einige Bücher drauf. Ja, nehmen wir noch den Kampf hier mit. Kleiner Coach, auf geht's. Ziemlich stark, willst du gegen mich antreten? Na komm, Antreter steht da. Da haben sie ein N vergessen. Ist das fetzig. Bist du gegen dich? Dass ich gegen dich antrete. Achso. Mein Problem, mein Fehler. Ich brauche eine neue Brille. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Los geht's, kämpfen wir. Ich werde dir eine Lektion erteilen, die sich gewaschen hat. Na, da bin ich ja mal gespannt. Trainer Crouch Nikola fordert dich heraus. Und sie sieht genauso aus wie sie dort stand am Straßenrand. Ich habe nichts anderes erwartet, aber ja. Am Straßenrand, das klingt sehr zweideutig. Aber ja. Das ist mal, wenn man es zweideutig sieht, ist das ganz schön widerlich. Und ihr wisst, was ich meine. In der ersten Generation tut man gelb, da hat man wirklich, also da. Ja. Da konnte sich das durchaus schon mal unterscheiden. Was du da in der Oberwelt gesehen hast und was da so in echt im Kampf dann auf dich zukam. Wow, Megaplatscher. Nee, das war nicht Megaplatscher, das war die Attacke von Macholo. Die Attacke des Todes. Wollte gerade schon sagen. Mary, du bist dran. Carpador kann hier recht wenig einsetzen. Los, Mary! Hau ihn platt. Na gut, Gestein gegen Gestein. Ist ein bisschen knifflig. Und die Attacke ist schon episch. Steinwurf. Versuchen wir es mal damit. Ein Geowurf. Ja, das werden wir nochmal einsetzen dürfen. Dürfen wir nicht. Mary wurde besiegt. Hat sie nichts Falsches gesagt. Als sie meinte, ich bin stark. Naja, müssen unsere Pokémon nochmal trainieren, indem wir Pokémon fangen. Das
scheint, das soll ja die Wetter bringen. Los, Pikachu, Donnerschock, muss einfach weggehen. Donnerschock. Natürlich. Oh mein. Das tut weh, wenn man da auf die Erde klatscht. Oh weia. Ruckzuckieb. Das hat doch mal was gemacht. Eiei. Das bringt gerade relativ wenig. Aber die Attacke sieht immer noch cool aus. Elfendegen wurde besiegt. Ja. Gut. Pepe ist jetzt K.O. Das ist gut. Den bräuchten wir jetzt vielleicht. Im Kampf gegen Marollo ist er vielleicht ein geeigneter Kämpfer. Könnte sein. Beleber haben wir die? Nein, wir haben natürlich keinen Beleber. Ja gut. Windstoß vielleicht? Oh weia. Das Marollo ist überstark. Autsch. Brecht dem Taubes doch nicht die Flügel. Das arme Kid. Zack. Naja. Kid kann da schon ein bisschen mehr ausrichten. Aber das tut auch ordentlich weh. Das macht hier ordentlich Schaden. Geowurf. Ja, die Attacke will ich auch haben. Für Mary. Na komm. Ich würde sagen, Hals aus, Kid, aber das, ja, wird nicht mehr gehen. So, dann würde ich mal sagen, Blacky, du bist dran. Hält ein bisschen aus. Noch ein bisschen. Kriegst das hin. Ist noch ein bisschen Flackerbrand. Falls wir das schon mal ausprobiert haben. Falls wir das noch nicht ausprobiert haben. Jetzt hier mal ausprobiert. Zack. Sieht gar nicht so sensationell aus, aber bringt was. Hornet erreicht Level 10. Das ist gut. Der muss vor allem trainiert werden. Puh, damit wollte ich doch endlich dir eine Lektion erteilen und nicht umgekehrt. Hier wird's auch langsam zweideutig. Jetzt hauen wir hier mal langsam ab. Ich hatte seit langem mal wieder richtig Spaß. Hier, das ist für dich. Du hast TM15 Geowurf. Danke, das wollte ich haben. Diese Attacke richtet Schaden in Höhe des Levels des Pokémon an, das sie einsetzt. Ah, okay. Ja, gut. Die hat ein bisschen geflirtet mit uns. Ja, wie auch immer. Zurück geht's. Hier über den Seitenpfad. Den friedlichen Seitenpfad. Geowurf bringen wir auch nochmal bei. Oh, Pikachu hat da was gefunden. Elfendegen hat unter den Pflanzen etwas gefunden. Silberne Himbeere. Alles klar. Die muss ein bisschen mehr wert sein. Und noch ein Busch. Da ist aber nichts. Das hat Pikachu gerochen. Azuria City. Da sind wir wieder zurück. Alles klar. Ab zum Pokémon Center als allererstes. Und dann sieht es so aus, als ob wir uns in den Kampf zum Misty wagen. In der Arena waren wir noch gar nicht. Denke ich zumindest, oder? Da waren wir noch nicht. So, alle mal geheilt. Dann gehen wir nicht auch noch mal ein paar Tränke kaufen und so weiter. Kann nicht schaden. Ein Beleber, falls es die schon gibt. Und ich nutze gleich mal die neue erhaltene TM. TM-Box. Geowurf. Setzen. Mary, so ist erlernen. Das war ja sehr effektiv. Geduld kannst du mal verlernen. Ja, Geduld ist eigentlich keine Eigenschaft, die man verlernen sollte, wenn man sie schon hat, aber ja, als Attacke kann man das mal verlernen. So, ja, so viel dazu. Achso, der will wieder, dass ich Geld in den Brunnen schmeiße. Nee, heute nicht. Ich brauch mal den Laden. Hier ist der Laden. Rein mit uns. Ein bisschen was kaufen. Geld haben wir auf jeden Fall. Einen Beleber gibt es noch nicht, wie es ausschaut. Tränke, wie viel haben wir davon? 12, ja.
14, 15. Ja, machen wir 15 draus. Wird reichen. Superbälle haben wir auch genug und Pokébälle erst. Gegen Gift brauchen wir das. Aufwecker brauchen wir vielleicht. Ja, das ist vielleicht nicht schlecht. Feuerheiler an der Wasserarena. Nicht unbedingt. Aufwecker kann sein, wenn es mal mit einem Pflanzentyp kommt. Eisheiler, ja. Mal präventiv hier einkaufen. Könnte ja sein. Ich glaube eher auf Wasser, Pokémon, aber Gift, ja, gegen Gift auch mal. Können wir für später noch behalten, falls wir es hier nicht brauchen. Okay, sind wir gewappnet. So, alles klar. Und ab zur Arena. Misty wartet auf uns. Ja, müsste es nochmal dran stehen. Das ist Pikachu. Alphonwingen scheint zur Ruhe zu kommen. Na, dann wird er gleich wieder aufgepeppt in der Arena. Guck mal, Arena von Azuria City. Arena da dran. Misty. Die kecke Meerjungfrau. Ja. Dann schauen wir mal rein bei der kecken Meerjungfrau. Lauter Schwimmerinnen hier. Und eine Misty. Howdy, zukünftiger Champ. Wie geht's? Wie steht's? Kennst du Misty, die Arena-Leiterin von Azuria City? Ja, die kenne ich. Sie ist ziemlich stark. Deshalb darf ich leider nur Trainer mit einem Pokémon reinlassen, das mindestens Level 15 erreicht hat. Nun zu deiner eigenen Sicherheit. Ah, okay, jetzt brauchen wir gar keinen Pokémon mehr mit der Stärke, sondern es muss ein starkes, es muss ein Level 15 Pokémon sein. Alles klar. Macht auch Sinn. Da müssen wir wohl trainieren. Langsam vor der nächsten Prüfung hier. Zum Glück haben wir hier hoffentlich eins, aber wenn du gegen die Arena-Leiterin antreten willst, musst du mir ein Pokémon zeigen, das mindestens Level 15 erreicht hat. Da dürfen wir doch eins haben. Oh, knappe Sache. Blacky ist Level 15. Ah, knapp. Ja, wird wohl ein harter Kampf. Ja. Aber hallo, naja. Mal schauen, ob wir nicht noch zwischendurch mal kämpfen müssen. Ein Pokémon fangen holen. Und so weiter. Mal trainieren. Dann hält dich nichts mehr davon ab, dein Können in der Arena von Azuria City auf die Probe zu stellen. Gib alles. Ja, zu siegen ist eine andere Sache, aber da können wir nicht hochklettern, können wir nicht selbst springen. Alles klar, müssen wir in der Mitte lang laufen. Na, das habe ich erwartet. Sprung ins kalte Wasser. Und ich werde hier auch ins Wasser geschubst. Mein Pokémon und ich werden dich bis auf die Gräte nass machen. Na dann. Schönheit Lilly fordert dich heraus. Schönheit Lilly setzt Goldini ein. Naja, haben wir wahrscheinlich einen Pflanzen-Pokémon mit dabei, das da einsetzen kann. Nein, nicht Kampf. Carpador. Aus. Böses Carpador. Du wirst jetzt nicht kämpfen. Sollten wir Pepe vielleicht aufheben für den Schluss? Naja, egal. Einwechseln. Wir können ja nochmal zum Pokémon Center zwischendurch. Na komm, Pepe. Du bist doch hier mit Typen Vorteil, oder? Oder nicht? Bis zu Level 11, das ist einigermaßen in Ordnung. Naja, gegen Level 16, ja. Gut, Peter ist ziemlich schwach. Alpha Dragon. Ja, das Pikachu. Ein guter Typ oder nicht? Werden wir sehen, wenn das nicht angeht. Donnerschock. Zack. Ja. Bringt zumindest nicht nichts. Na komm, darf ich nochmal? Ja, mein Team ist wieder unterlevelt. Ich sehe es ja, ich weiß es schon. Es ist ja klar. Ja. Ich
muss halt, wenn ich das nächste Mal im hohen Gras bin, mal ordentlich Pokémon fangen. Ich weiß, ja, ich weiß. Hab schon das Geld bekommen. Doppelkick. Zack, zack. Okay. Das bringt erschreckend wenig. Schnabel. Nee, das war doch nicht Schnabel, oder? Sie ist anders. Und Cordini ist Schnabel ein. Nee. Ruckzuckhieb. Da habe ich bestimmt verlesen. Da habe ich mich verlesen. Na komm. Du kriegst es alle. Auch wenn wir danach sofort wieder zum Pokémon-Center rennen müssen, aber ja. Das haben wir geschafft. Kit erreicht Level 13. Lee wurde besiegt. Blub. Du gewinnst 320 Pokémon-Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen Lee hervor. Lenny besiegt. So, die können wir umgehen, glaube ich. Die beiden, ja. Auch kein schlechtes Training, wenn wir die mal besiegen würden. Na, hier einmal fit machen die Pokémon. Dann setze ich den Klebeblatt mal an die Spitze. Das Pflanzen-Pokémon. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, wir kämpfen gleich gegen Misty. Die anderen sind immer erstmal wurscht. Wenn wir dem gehen können. Und wenn man dem gehen kann, ist ja alles gut. Dann, ich würde sie ja danach bekämpfen. Die anderen Trainer. Na, wie lang? Ja, ich kann die umgehen. Sieht gut aus. So, Misty, ich komme zu dir. Das Pokémon-Team umsortieren. Wie sieht's mit Paper aus? Kann der bewegt werden? Zack. So, superb. Und auf geht's. Ich sagte, auf geht's. Misty, du bist dran. Hey, du. Was ist dein Motto bei Pokémon-Kämpfen? Also mein Motto lautet, ein Kampf gewinnt man mit dem gnadenlosen offensiven Einsatz von Wasser-Pokémon. Also dann, bist du bereit dafür, gegen die weltberühmte Schönheit Misty anzutreten? Nimm dich vor meinen Lieblingen in Acht. Und da kämpft sie, die Misty. Die Wasser-Pokémon-Arena-Leiterin Misty mit zwei Pokémon. Eine Leiterin Misty fordert dich heraus. Na dann. Misty setzt Enton ein. Zwiggy setzt Pepe ein. Los, Pepe. Streng dich an. Batterieleistung lässt nach. Ja, sehr gut. Los, Rankenhieb. Erstschlag. Enton Erstschlag. Sehr gut. Das war ein First Kill. First Hit. Kill One Hit. Kill. Keine Ahnung. Dann Hornet. Nein, Blacky. Ja gut, das war's dann mit Pepe. Dann muss Blacky hier wohl mal wieder kämpfen. Die ist ja die, die wir vorgezeigt haben im Eingang. Ruckzuckhieb. Na komm, in Enton werden wir doch wohl noch die besiegen können. Die besiegen. Na komm, Attacke. Hau rein. Ich will gar nicht Doppelschlag einsetzen. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob es effektiv ist. Ruckzuckhieb. Na komm, mach's alle. Noch einmal, dann ist das Enton fertig. Und wir haben Tränke dabei. Los. Naja. So kriegen wir es auch hin. Dann trainieren wir nach Misty. Den Ohren haben wir doch fast safe. So, was ist das zweite Pokémon, das letzte Pokémon bei Misty? Mary Level 10. So, Starmie. Ich kämpfe weiter. Lieber haben wir nicht, deshalb einmal den Trank einsetzen. Oh, Starmie Level 19. Huha. Das ist schon ein höheres Kaliber. Trank einsetzen. Los, Blacky, heil dich. Lass dich nicht mit einem Schlag besiegen. Bitte den Kampf hier schaffen. Wieder Wasser. Oha. Das ist kritisch. Trank.
Ja, holla. So leicht wird's dann doch nicht. Siedewasser. Alles klar. Der Kampf. Ruckzuckieb, Doppelkick. Na, Ruckzuckieb, na komm. Wollte gerade sagen, lass es was bringen. Eieiei. Ein Bleber hätte ich jetzt gerne. Ja, ouch. Kit, du vielleicht. Ja. Hilfe. Ich hab Angst. Kopfnuss. Wieder Wasser. Halt aus, sieht anders aus. Das reimt sich, deshalb stimmt's. Au weh. Elferdringen. Ja. Angst. Mein Team unterlevelt. Na komm. Sternschauer. Er ist so schwach, dass es. Ja. Ist klar. Au weh. Und was für ein kläglicher Verlust hier im zweiten Boden. Pokémon fangen muss ich. Ich muss zurück ins hohe Gras. Oh Mann. Los. Geowurf hätte ich. Mann, da. Hab ich verklickt. Ist eh egal. Mary ist zu schwach, um was auszuhalten. Das ist auch der falsche Typ. Los, Carpador. Ja. Habe ich denn noch welche in der Pokémon-Box, die ich nicht einsetze? Dieser Samen haben wir noch mit dabei. Ja, gut, aber der ist auch nicht sonderlich stark. Ja, ich fürchte, wir müssen trainieren gehen. Na dann. Der Part ist eh bald vorbei. Meine Uhr verrät mir. So lange ist nicht mehr. Na denn. Das Team ist geheilt, den ersten Verlust und die erste Quittung dafür, dass wir nicht trainiert haben. Haben wir eingesteckt. So, Pokémon Box. Lass mal schauen. Bisasam hätten wir noch mit dabei. Dann können wir gleich mal gegen Horror Knights tauschen. Takiro. Ja, trainieren wir den mal mit. Kabuto können wir mal später trainieren. Jetzt geht's für die Arena. Brauchen wir zwei Pflanzen-Pokémon. Da sind zwei Pflanzen-Pokémon besser als eines. Dann können wir hier noch ins hohe Gras. Ein Retter an. Fangen wir uns. Pokémon fangen, heißt es. Ein wildes Retter an erscheint. Na komm, zack. Hui, hier wird noch was gefangen am Ende des Parts. Eins, zwei, drei. Das war knapp. Beutel. Silberne Himbeere. Die bringt wohl sehr viel. Ich gebe mal die Nana-Beere. Auswählen und zack, einsetzen. Und zack. Fangst dir. Einfach fabelhaft. Eins, zwei, drei. Na komm. Rettern will nicht reinfangen. Reingehen. Was Rettern wohl rückwärts heißt. Macht vielleicht gar einen ziemlich großen Sinn. Rettung ist ein gutes Pokémon, das können wir aufheben. Level 11, weiblich. Ja, geben wir erstmal noch keinen Namen. Später vielleicht, wenn wir es ins Team nehmen. Säure, ja, Säure können wir gebrauchen. Für Pepe. Dann mal Wachstum verlernen. Zack. Kopfkratz. Säure erlernt. Super. Takioro alle erreicht Level 9. So wird's trainiert. Igelsamen. Jura. Gegen Heuler. Zack, zack, zack. So. Takioro. Level
Für Rettern wurde ein Antrag im Pokédex angelegt. Mit dem Alter wird der Körper dieses Pokémon immer länger. Nachts wickelt es sich um Äste, um zu ruhen. Die Box mit ihm. Da haben wir weitere Pokémon, die wir einfach mal fangen können zum Leveln. Ja, ich sag schon mal, weil meine Kamera wahrscheinlich gleich sich verabschiedet und ausgeht. Dann mich nach oben, sollte euch dieser Part gefallen haben. Ist jetzt schon langsam zu Ende. Wir fangen jetzt hier noch zum Schluss ein paar Pokémon. Oder auch nicht. Dann mich nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und ja, kein weiteres Video mehr in diesem Zwergenfest. Wenn ihr neu seid und kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfest verpassen wollt. So rum ist es richtig ausgesprochen. Ja. Na komm, zielen. Zu weit. Zack. Komm, dich kriege ich. Gut. Naja, gut. Gut ist nicht gut genug. Na komm, zum Schluss jetzt hier noch ein Pokémon fangen. Zack. Mach's mal. 1, 2, 3. Ja. Bis dann und ciao. Falls das jetzt gleich ausgeht. Habt noch einen angenehmen 40. Tag. Man sieht sich im nächsten Video wieder. Ja, bis dann und ciao. So. Ein Tag im Pokédex. Mittag. Und weiter wird gekämpft. Und im nächsten Part geht es dann weiter hier. Mit ein bisschen Training und dann hoffentlich mit Misty. Ja, super. Einfach fabelhaft war das. Ja, spitze. Sowas werden wir noch sehen am Ende des Parts. Und. Naja. Na komm, los. Ist drüber gesprungen. Na komm. Dich kriege ich. 1, 2, 3. Na, verdammt. Na komm. Beinahe geklappt. Komm, wirf. Daneben. Gefluchtet. 15, Level 15 Pokémon sein. Sie haben wunderschöne Glocken. Ja, das sind die Glocken meiner Großmutter.